Hallihallo, Hallöchen und schön, dass ihr wieder dabei seid zu Valheim. In der letzten Folge haben wir uns ein Bett gebaut, eine Kiste, eine Feuerstelle. Wir haben ein Wildschwein und ein Reh erledigt. Oder ein Hirsch. Es ist gut, was passiert. Und wir wollen natürlich auch hier das Häuschen weiterbauen. Ich bin mir bloß noch nicht so hundertprozentig sicher, was wir machen. Ich glaube, ich lasse das mit dem Dach erstmal so. Ich meine, es sieht jetzt nicht optimal aus, aber es ist jetzt auch nicht so extrem auffällig, dass ich deswegen jetzt anfangen müsste mit Weinen. Von daher würde ich sagen, wir lassen das erstmal so. Holz haben wir noch nicht wirklich groß gesammelt. 16 Stück, das reicht natürlich bei Weitem nicht aus. Wir müssten uns auch mal noch eine Fackel bauen. Die machen wir an und dann gehen wir hier mal noch ein bisschen Holz sammeln. Vielleicht haben wir ja Glück, dass nochmal ein Wildschwein vorbeikommt. Damit wir etwas mehr Leder bekommen. Könntest was zu essen vertragen? Ich habe doch ein gekochtes Fleisch erst gegessen. Zu stabil, die Birke? Oh, okay. Da müssen wir wahrscheinlich die Axt vorher upgraden. Hauen wir uns mal noch eine Himbeere rein. Uiuiuiui. Geh bloß weg von mir. Was haben wir hier gefunden? Harz. Dann würde ich auf jeden Fall schauen, dass wir diese oder spätestens nächste Folge das Häuschen so weit fertig kriegen, dass es zumindest erstmal nach einem Haus aussieht. Dass wir uns dann ein bisschen mehr auf Crafting und die Jagd konzentrieren. Dass wir zeitnah gut vorbereitet sind für den Eiktür. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich habe bis jetzt immer nur ein Stück weit gelesen, was die Grundlagen angeht und so weiter und so fort und wie man am besten starten sollte, aber direkt ein Bild oder Video von dem Eiktür habe ich noch nicht gesehen und auch gar keine Ahnung, was uns da erwartet. Hey. Der Kräuling gerade das Geräusch, klang eher wie ein Wildschwein. Versehen tue ich keins. Na komm. Gib mir Harz. Vielen Dank. Und auf geht's, weiterhin Bäume fällen. Bin auf jeden Fall gespannt, was wir alles noch später bauen können. Wie ich letzte Folge schon erwähnt habe, desto mehr ich lese, desto mehr begeistert es mich. Wie viele Kleinigkeiten da halt auch einfach bedacht wurden. Alleine schon mit der Feuerstelle im Haus. Dass wir da einen direkten Abzug, Kamin, wie auch immer bauen müssen, weil wir ansonsten vergiftet werden und so weiter und so fort. Das finde ich echt mega cool. Ist jetzt nur der eine Stamm? Kann man hier noch? Das nehmen wir natürlich auch mit. Ich werde es generell so handhaben, dass wir immer mal ein Stück weit Holz sammeln und dann wieder was bauen. Also ich bin halt kein Freund davon, dass wir eine ganze Folge nur Holz sammeln. Dann kommen wir zwar effektiv wahrscheinlich schneller voran. Aber ich mag es mehr, wenn es so ein bisschen gemischt ist, wenn wir immer mal ein bisschen Holz sammeln. Etwas an der Hütte tüfteln und dann wieder weitermachen. Macht doch, glaube ich, allen mehr Spaß. So, weg mit Fackel, weg mit Axt. Jetzt wird gebaut. Da haben wir die Holzwand. Zack. Zack. Dann bauen wir den Spaß jetzt hier zu. Ist halt ein sehr hohes Gebäude. Also ich glaube, dafür, dass wir angefangen haben, mache ich gerade alles falsch. Das ist riesen Ressourcenverschwendung, aber mag es einfach, wenn man einen kleinen Rückzugsort hat. Hätte das natürlich auch anders machen können mit dem Dach. Wir hier hätten dann einfach so gerades Flachdach noch dran gemacht, dass es doch eher nach Anbau aussieht. Aber naja. Dann haben wir halt gleich eine etwas größere Hütte. Und waren etwas ineffizienter. Und hier sieht man jetzt, hier wird es auch schon rot, ne? Also sehr viel höher. Kann man gar nicht bauen, aber komischerweise hier drüben.
Ah, okay, hier wird's gelb und hier drunter ist nämlich, glaube ich, auch der Holzpfahl. Eiktür sammelt die Kreaturen des Waldes um sich. Oh Gott, warum? Oh oh. Mach die Tür zu, mach die Tür zu. Mach die Tür zu. Was ist hier los? Ach du Scheiße. Gott, bin ich gerade erschrocken, Entschuldigung. Ich sehe nur auf einmal das hier. Wildschweine sind da. In sich. Was ist denn das? Ich möchte noch nicht sterben. Eigentlich wäre es schon cool mit dem Wildschwein, aber so viele rote Punkte, wie ich gerade sehe, denke ich eher, das ist. Das wird unser Ende sein. Ich weiß nicht, ob wir ein Wildschwein mal reinlassen. Das hier im Haus schlachten. Komm mal, Wildschwein. Komm mal her. Komm rein. Komm. Traut sich nicht, ne? Oh Gott. Was ist hier auf einmal los? Ich hab dem Eiktür doch gar nichts getan. Der ist doch auch... Da oben ist der. Eiktür sammelt die Kreaturen des Waldes um sich. Muss ich mich nochmal belesen, was es damit genau auf sich hat. Ich hoffe, dass es wieder weggeht. Fenster können wir später noch einbauen. Na gut, jetzt bin ich doch relativ froh. Sie beruhigen sich. Dass wir uns eine Hütte gebaut haben. Sind die jetzt weg? Da ist Hugin, der wird uns bestimmt gleich erklären, was das hier gerade für ein Spektakel war. Aber ich würde jetzt gerne erstmal ein bisschen weiterbauen und dann spreche ich mal nachher mit ihm. Oh, mein Bauhammer ist kaputt. Wir müssen mal wieder reparieren gehen. Dass das Reparieren nichts verbraucht, finde ich echt super. Ja, sieht nicht unbedingt schön aus, aber kann ja alles noch werden. Müssen wir mal schauen. Wie viel müssen wir noch anbauen? Das ist jetzt über dem. Dann haben wir zwei. Gut, das wird generell nicht symmetrisch, weil wir hier eine ungerade Zahl haben, ne? Naja gut, es ist die erste Hütte. Was soll's. Dafür scheint hier mal schön die Sonne rein und das gefällt mir sehr. Brauchen, glaube ich, noch eine Leiter oder haben wir schon... Ne, wir brauchen noch eine. Die könnte ein bisschen schöner hochlaufen. Das gefällt mir noch nicht so. Ne, ich kann hier nichts draufbauen, das Ding ist rot. Also scheint das doch nicht zu stützen. Jetzt lasst uns mal gucken. Ich würde gerne hier drauf, nicht runter... Warum gab es denn jetzt Schaden? Ich kann ja hier so eine dreieckigen Holzwände bauen. Sieht man es halt nur sehr, sehr schlecht. Zack. Hat das jetzt verbessert? Können wir jetzt hier wieder... Er ist immer noch rot. Das heißt, wenn ich das baue, wird es abfallen, ne? Ja. Wenn das nochmal einreißen... Gucken, dass wenn wir das jetzt... Oh Gott. Nee, ich glaube, es liegt daran, dass wir hier vorne keine... Wir haben hier vorne keine... Ach, wieder ins Feuer. Also irgendwie habe ich es mit dem Feuer. Ich glaube, es liegt daran, dass wir hier keine Stützbalken haben. Wird es bestimmt verbessern. Das ist einfach zu hoch, was wir gebaut haben. Wie gesagt, die Statik des Spiels ist tatsächlich... sehr, sehr komplex. Zumindest ist es jetzt orange. Nicht mehr komplett rot. Jetzt können wir es auch nur noch hier drauf setzen. Na gut, das sieht gar nicht so schlimm aus. Eins müssten wir wahrscheinlich noch hinkriegen. Komm, spring drauf. Das ging noch, mehr wird's nicht. Ist die Frage, noch einen zweiten Pfeiler drunter? Oder was machen wir am dümmsten? Überleben wir das, wenn ich hier runterspringe? Und wir können ja hier auf die Leiter drauf. Aber Fallschaden ist auf jeden Fall schnell da. Ja, also wirklich schön sieht es auch nicht aus, aber... Gott, wir können ja gar nicht hier so weit bauen. Wir brauchen ja noch eine Werkbank. Na gut, dann basteln wir uns mal noch eine Werkbank. Und da fehlt schon wieder Holz. Ach, ist das schön. Ich bringe Nachrichten. Komm, wir sprechen mal mit dem Guten. Wo ist er denn jetzt hin? Da hinten ist er.
wurdest Opfer einer Invasion. Von Zeit zu Zeit wird dein Lager das Ziel herumstreunender Monster. Da dir in diesen Fällen starke Waffen nicht den Sieg garantieren, solltest du in Erwägung ziehen, eine starke Verteidigung zu errichten, die mächtig genug ist, um alle Eindringlinge in die Flucht zu schlagen. Ja, die haben zumindest jetzt nicht mein Haus kaputt gemacht. Wenn die jetzt noch angefangen hätten, mir die Wände einzureißen, dann wäre das was anderes gewesen. Aber das ging ja noch. Ich bin mir so unsicher, was wir hier mit dem Häuschen machen. Irgendwie ist das nichts Halbes, nichts Ganzes, dass das Dach da nicht so richtig dran passt. Aber eigentlich wäre es gar nicht so hässlich, wenn wir das Dach wirklich so weiter hinkriegen. Oh Gott, geh doch weg. Hier liegt ja auch noch ein Baumstamm. Wieso, weshalb, warum das jetzt nicht so hundertprozentig passt, bin ich mir auch noch unsicher. Ich glaube, das Ding dort können wir wegreißen. Macht, glaube ich, keinen großen Unterschied. Es ging tatsächlich nur um den Stützbalken. Naja, wir lassen das jetzt erstmal so. Wir müssen schon wieder was essen. Dann bauen wir gleich noch eine Werkbank hin. Immer noch keine 10 Holz. Doch gerade einen ganzen Baumstamm zerschlagen. Was ist hier los? Und dann bauen wir die zu Ende und dann ist erstmal gut mit der Hütte. Ich glaube, dass wir die dann früher oder später wahrscheinlich wieder abbauen werden. Hui. Weil so gefällt mir das aktuelle alles noch nicht. So, eine Werkbank wollte ich bauen. Stellen die jetzt erstmal nur hier hin. Ich weiß gar nicht, wie es sich verhält, wenn wir die dann später wieder einreißen. Jetzt müsste, genau, der Kreis ist größer geworden, in dem wir bauen können. Ich würde mal noch so eine Stelze bauen. Vielleicht hier drunter, in der Hoffnung, werden uns wahrscheinlich jetzt alle hier den Boden reinragen. Yep. Aber es sieht gar nicht so schlimm aus. Aber der Balken im Bett nimmt uns doch etwas Platz weg. Ja, war kein guter Anfang, gebe ich selber zu, aber okay. Wir müssen es halt auch mal ausprobieren. Was machen wir jetzt? Bin mir etwas unsicher. Also irgendwie ist das hier alles nichts Halbes, nichts Ganzes. Und es gefällt mir auch nicht. Wir bauen es wieder ab. Es tut mir leid, dass wir jetzt hier ein bisschen Zeit verschwendet haben, aber so wie das gerade alles läuft und die Holzpfosten, die uns hier voll ins Bett reinragen, das ist einfach nicht schön. Das kann ich mir auch nicht mehr schön reden. Wir bauen nur die beiden Etagen hier ab, machen ein kleineres Dach dran, damit wir hier mal ein Ende finden. Und dann lassen wir den kleinen Anbau doch einfach als kleinen Anbau. Und gut ist, ich glaube, so gefällt mir das besser. Dann brauchen wir auch keine zusätzlichen Pfosten unten dran bauen. So, nimm das ganze Holz wieder. Nicht überladen. 297 fast. Aber eigentlich noch nicht komplett. Du trägst zu viel. Ach, super. Wie gebückt er dann aber auch gleich geht, ne? Ja, mein Guter, wir gehen zur Kiste. Da packen wir jetzt einfach mal hier so ein 50er Stack Holz rein. Und dann ist das doch schon wieder alles gar kein Problem mehr. So, den Balken weg. Den Balken weg. Und das Holz noch schnell eingesammelt. Und dann machen wir die Hütte hier ein bisschen kleiner und gut ist.
können wir hier oben das noch weg. Die Etage noch fort und dann haben wir es doch. Dann bauen wir jetzt ein kleines Dach oben drauf, ziehen hier einfach ein Flachdach rüber. Und dann ist gut. So, wir nehmen das Dach. Fangen wir mal direkt an von hier zu bauen, dass das auch alles gerade wird. Zack. Kriegen wir noch eins? Nee, ne, ist schon wieder rot. Ach Mist. Schon wieder ins Feuer gerannt. Nee, wir brauchen eine kleine Leiter. Nein, so war das nicht gedacht. Und dann bauen wir den Spaß hier. Jetzt einmal ordentlich. Dann würde ich mich gerne mehr der Jagd und dem Eiktür widmen. So ist doch schon ganz schick. Wenn wir dann einfach so ein Rohdach-Innenecke. Nee, das auch nicht. Ich nehme jetzt einfach Boden. Am besten halt hier drüben dran. Ist jetzt nicht unbedingt schön. Aber immer noch schöner als vorher. Ui, vielleicht machen wir uns hier einen schönen Balkon draus. Eine Verwendung dafür werden wir schon finden. Und dann haben wir es halt eben erstmal so. Wie gesagt, schön ist anders, aber wir lassen es erstmal so. Gut, das haben wir. Dann müssen wir jetzt hier drüben noch Dach bauen. Na komm. So. Wirklich aufgehen tut das auch nicht, ne? Ist jetzt wirklich daran, dass wir von Anfang an hier so ein bisschen schräg den Boden gebaut haben, oder? Ich bin überfordert mit diesem Spiel. Das sieht doch alles irgendwie ganz schön mistig aus. Naja, dann machen wir halt doch noch einen Holzboden in die Mitte und gut ist. Ich möchte mich jetzt wirklich nicht mehr weiter länger mit der Hütte beschäftigen. Die war von Anfang an Mist. Und sie wird wahrscheinlich auch immer Mist bleiben. Und dann nehmen wir hier nochmal so einen Holzboden. Ist ja nicht mal gleich hoch, ne? Ach, und es hält auch nicht. Querbalken. Der hält natürlich auch nicht. Also brauchen wir nochmal einen Stützbalken. War zu weit hinten. So vielleicht. Und Querbalken drauf. Ist ja auch viel zu weit hinten. Es ist teilweise sehr schwierig, das einzuschätzen. Weiß nicht, ob es da euch genauso geht oder ob ich irgendeine Spielmechanik noch nicht entdeckt habe, mit der man das verbessern kann. Hey, warum hält denn hier nichts mehr? Eins. Zwei. Dann wird es schon zu viel, ne? Brauchen wir also noch einen Balken drunter. Soll ich den jetzt da drunter platzieren? Machen einfach mal so. Ah, der guckt natürlich dann hier raus. Ne, der muss weiter hinter. Also es ist wirklich, ihr seht, es ist nicht einfach in dem Spiel was zu bauen. Aber auch das werden wir alles noch meistern.
Wo ist der gelandet? Immer noch zu weit vorne, ne? Ne, dann müssen wir das einmal einreißen. Bleibt nichts anderes übrig. Wir nehmen so einen kleinen, packen den da drunter. Machen hier wieder einen Boden dran. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal einen Stützbalken. Auf den drauf jetzt nochmal so einen kleinen. Muss man wahrscheinlich wieder von außen über die Leiter gucken. Komm. So. Na, so sieht's doch schon besser aus. Das da dran. Den da dran. Und dann vielleicht nochmal so einen kurzen. Den mit ergänzt. Nee. So war es nicht gedacht. Kriegen wir es dort nicht mehr dran. Ich werd verrückt. Da dran. Holzdach. Rohdach, wie auch immer. Zack. Jetzt müsste es doch funktionieren, oder? Blockiert, wir sind immer noch zu nah dran und es ist schon wieder Zeit für ein Folgenende. Ist Wahnsinn, wie wenig man schafft in einer Folge. Hält das jetzt? Aber dort dann nicht mehr. Hier fällt's fehlende Voraussetzung. Wir haben nicht genügend Holz. Okay, also es hält hier drüben, weil es da dran ist, aber hier hält es schon nicht mehr dran. Das heißt, wir müssen hier wahrscheinlich überall noch Holzbalken ziehen. Oder doch noch Pfeiler unten dran packen, aber da ist wieder das Problem, dass die uns dann in den Boden ragen. Naja, wir machen jetzt erstmal ein Folgenende. Ich guck mal, dass ich mich noch ein bisschen belese, wie jede Folge fast, damit wir hier ein bisschen besser vorankommen. Aber so schlecht finde ich es bisher noch gar nicht. Es ist jetzt nicht das Hübscheste, aber es ist auch sehr, sehr komplex, ihr seht selber. Aber wir kriegen das alles schon hin. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zur nächsten Folge. Macht's gut!